Ich benutze gerade das erste Mal ein bisschen ernsthafter den Builder's Wand. Also zum Bauen auch, meine ich. Builder's Wand, der ist so praktisch. Ja. Also, ich wäre tot. Ich hab das mal übertrieben, aber... Anja. So, ist das jetzt zu hoch hier? Das ist, zwei Blöcke ist halt echt ganz schön hoch. What? Wie heißt diese Maschine, wie man das macht, Konrad? Du hattest doch so eine, oder? Du meinst diesen Braustand? Ja. Brewing Stand. Breving. Der Bogen ist ja richtig krass. Was? Blaze Rod. Ach komm, kannst du mir... Hat jemand eine Blaze Rod einfach nur? Ich wollte nur eine. Ja, ich glaube ja. Nee, ich habe vorhin gerade eine verbracht. Ich hab mir noch genau eine rufen. Achso, bei dir im Inventar ja. Oder? Ohne jetzt ja. Och. Wie nachdem, ich kann sie auch gerne mal in mein ME-System packen, dann kannst du die da rausholen. Bessere Idee. Soll ich machen? Nein, ich bin doch gleich bei dir. Okay, dann jetzt habe ich es gerade wieder reingemacht. So, aber jetzt hole ich es raus. Das kannst du. Achso, das kannst du ja überall rein. Ja, ja. Das ist ja das Tolle bei mir, ja. Ich glaube, erstens schießt der Bogen mega schnell und die Pfeile haben einen richtig krassen Effekt, Alter. Ja, das Rufen, das ist. Ich habe überlegt halt, ne, ob das zu hoch ist, aber da sollen so seitlich so Treppen hoch. Das könnte, glaube ich, ganz cool aussehen. Ja. Warte mal, wo habe ich jetzt den Blazing Rod? Da. Oh. Fire. Oh, ich habe sogar. Wand. Ich mache sogar Feuerwerk. Ja, wenn du ein Achievement hast. Da könnt ihr jetzt nochmal das sagen, was jetzt mit Grafikkarten und so war und Jonas, ich habe das irgendwie nicht so richtig verstanden. Also habt ihr ja schon erklärt. Aber ich kann es trotzdem nochmal erzählen. Ich habe es vorhin zwar schon ganz gut. Ja, es war kein großes Ding eigentlich. Also es war so, dass ich gestern haben wir ein bisschen viel gespielt, ein bisschen viel aufgenommen und meine Festplatte ist langsam voll gelaufen. Und dann habe ich halt so eine Meldung bekommen von Windows, irgendwie, keine Ahnung, es ist fast voll und habe ich so, oh Mist, dann muss ich mal fix. Aufnahme pausieren und dann habe ich mir gemerkt, dass mein Laptop irgendwie sehr lahmarschig wurde, wahrscheinlich weil die Festplatte von Windows und sowas drauf ist, war halt fast voll. Dann habe ich einfach mal den Computer neu gestartet und dann bin ich halt wieder so in das Gespräch in Discord wieder nachträglich reingekommen und dann habe ich irgendwie nochmal so aus Reflex geguckt, ob mit der vorherigen Aufnahme alles in Ordnung war oder so. Und dann habe ich die halt nochmal doppelt geklickt und hat sie das hier halt auf dem zweiten Monitor geöffnet. Und dann hat Jona in dieser schon bereits aufgenommenen Aufnahme halt gesagt, was hast du eigentlich für eine Grafikkarte? Und ich habe aber gedacht, das hat er in echt gefragt. Also in Echtzeit. Dann habe ich halt darauf geantwortet und dann war erstmal eine riesengroße Verwirrung. Jona hat so die... Und dann haben wir halt angenommen, dass Jona das gefragt hat, ohne dass ihm das bewusst war, dass er das fragt. Und dann habe ich das halt erst vorhin... Dann habe ich mich auch so gefragt, so, hä? Warum? Und... Du kannst so, hast du die Frage eben nicht gehört? Ich so, nee, hab ich wohl gehört. Ja. War auch so überzeugt, einfach so, dass es davon eigentlich, dass es gefragt und hätte. Und die Pointe, es ist mir halt erst vorhin beim Schneiden aufgefallen, dass es sozusagen, also es ist mir gar nicht gestern aufgefallen, also ist dann beim Schneiden ist mir vorhin erst aufgefallen, dass es sozusagen wirklich nicht Jona war, sondern halt der Jona, der Vergangenheits-Jona sozusagen. Genau. Mir ist nämlich dadurch aufgefallen, dass er sozusagen nice gesagt hat und im gleichen Moment hat er gesagt, was hast du eigentlich für eine Grafikkarte? Das kam sozusagen in einem Atemzug. Und das hat mich dann ein bisschen stutzig gemacht und habe ich halt gesehen, dass es Jona tatsächlich nicht gesagt hatte. Genau, das war's. Ist da irgendwie noch was Spinnenauge oder so rein? Das war's, oder? Ja, du musst, glaube ich, erstmal so einen normalen. Genau, du musst erstmal so einen normalen Trank machen, glaube ich. Nether war's, okay. Na gut. Alter, der Bogen one-shotet alles. So. Da warte, nee, da das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen abstufen nach außen hin. Das ist. Ich habe irgendwie so eine komische Angewohnheit. Mal, es gibt hier einen Pfeil, der ignoriert die Rüstung. Darf ich den mal. Darf ich bitte fragen, wie viel Schaden der macht, wenn die Rüstung ignoriert? Das weiß ich noch nicht, deswegen würde ich den ja gerne testen. Warum? Hä, kannst du es nicht an irgendeinem Vieh testen? Die hat da aber keine Rüstung. Ja, aber dann wird es ja auch genauso ignoriert. Weißt du? Wenn kein Rücken oder Rüstung da ist, brauchst du es auch nicht ignorieren. Dann willst du One-Shot. Ja.
dann bin ich ohne Rüstung und mit Rüstung genauso One-Shot, wenn er das ignoriert. Das kann ich mir doch so zusammenreimen, oder nicht? Dann test es bei Jona. Herbert, wo ist dein... Herbert, wo ist denn eigentlich der Nether-Portal hin? Abgebaut. Darf ich euch bitte schlafen zu gehen? Nee, wenn ich erschießen darf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Okay, dann mache ich ein bisschen Licht hier. Ist nicht so schlimm. Jona hat hier doch irgendwo im Berg eine Tür und... Na, da. Gibt's irgendwelche... Manche, so. Die mehr als 20 HP haben? Hier bei dir in deinem Haus... Enderman. Da bei dir im Haus, da lief so ein, Viech herum. Ich glaube, der Wolf oder so, keine Ahnung. Ah, verdammt. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen mit Architecturecraft was machen, weil das habe ich noch nie wirklich gemacht. Das könnte ich jetzt tatsächlich mal benutzen. Da. Ich nehme das Ding mal mit rüber. Was ist das hier? Carpentry Bench? Achso, das ist von Custom NPCs. Oh lol, da hat der beste Monster. Ich habe nur den Pfeil eben gehört. So, die Musik ist heute ein bisschen laut. Dieses Monster. Ach, da waren da Emotionen bei Herbert. Guck mal, es gibt ja auch richtig Säulen hier sowas. Was müsst ihr eigentlich auch wirklich mal nutzen? Denn diese Kackwarzen. So, jetzt muss ich irgendwie so eine... Ja, mit Treppen oder mit Schrägen? Oh, das ist alles so schwer, wenn man so viele Möglichkeiten hat. Das ist kacke, ey. Ich glaube, mit Schrägen sieht das komisch aus. Alter, kannst du mal aufhören? Ich habe irgendwie Marlberg aufgehoben, glaube ich. Ja, dann leg ihn wieder hin. Ich bin mir so unschlüssig. Ich glaube, ich würde es fast so machen, ja? Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, cool. Kann man auch direkt Treppen draus machen? Ach, was? Okay, das ist ja praktisch. Da muss ich ja gar nicht... Oh, hier ist ja noch ein Magical Wood. Sapling? Nee. Ein Block in deinem Keller. Ach so, ich hab grad verwechselt mit Magical Wood mit anderem Wood. Lol. Ist weg? Okay. Hä? Hey, hier ist es doch, Herbert, das Innerportal. Bei dir. Hä? Im Keller. Im Keller? Ja, bei deinem Reaktor steht hier doch. Mega verwirrt. Oh, weiß, ich glaube, die Sache ist, ich bin jetzt bei Jona durchs Nether-Portal gegangen. Ich bin im Nether dann durch deins gegangen. Oh, wei. Was? Kann es sein, dass sich das dann wieder hierher gespawnt hat? Das du bist ganz unten. Ja. Leute, das Nether-Portal? Hier steht jetzt Nether-Portal. Jetzt ist die Frage, ob ich es da hingestellt oder ist es durch einen komischen Sprung gekommen? Ich weiß es nicht, Herbert. Warte, ich bin Bogen. Ey. Schnell schießt das Ding denn. Krass, ne? Aber wenn's Spinnen nicht One-Shot, dann kann's ja nicht so krass sein, oder? Ah, das war keine Einladung, es an mir zu testen, Herbert. Herbert, ah! Ich hab ein halbes Herz Schaden bekommen. Ein Herz. Herbert, ich glaube, das Ding ist nicht so krass, wie du denkst. Doch, ist es. Herbert, müsste mich jetzt töten, oder was? Herbert, ich hab 4 Hetzenschaden. 5. Warte mal, wo sind denn die ganzen? 6. Wieso kann ich die Treppen nicht finden? Effekt? Herbert! Ja, oh. Es hat einen Hither-Effekt. Oh, du schiffst euch. Ja, ach nee. Das ist hier ein Nether-Portal. Ja, geil fürs Obsidian, ne? Ja, warte. Danke dafür. Warte, lass mich mal, ich geh rein. Du baust es ab und dann komm ich wieder durch, okay? Ja. Ah, oh, scheiße. Ich hab's zerstört, warte, ich hab's zerstört. Hast du es zerstört? Ja. Zerstör's mal komplett. Ja, warte, ich bin mir
Ich kann meine Liebe gut Obsidian farmen, Alter. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Och Mann, Schüssel, ich hasse dich. Vor allem ist ja auch ein ausgefülltes, Wieso kann ich die nicht schüsseln, die Blöcke? Portal, das heißt, um die Ecke sind ja auch alle ausgefüllt. Das ist auf jeden Fall nicht von mir. Irgendwas ist hier gerade ganz gewaltig falsch. Ja. Warte. Wieso kann ich diese Blöcke nicht mehr zurückschüsseln? Hä? Jetzt habe ich nicht tausend... Tausend verschiedene Arten. Oh nein. Scheiße. Alles abgebaut, ja. Die Mod ist irgendwie ein bisschen verbuggt, was das betrifft, mit den Treppen. Leute, jetzt ist daneben gelandet. Komm mal rufen. Hier stand's vorher. Steht's hier. Scheiße. Ja gut, ne? Ich finde das lustig. Oh. Nee, die Treppen sind kacke, die kann ich nicht nehmen. Danke fürs Obsidian rufen. Bitte. Ich gehe mal zum Uncrafting Table, da würde es sicherlich gehen. Oder Deconstruction Table oder whatever. Checkliste, warte mal. Ich muss mir auch mal eine Liste machen. Und zwar. Oh nein, es geht nicht. Oh Mann, und wieso kann ich. Wieso kann ich denn das nicht zurückschüsseln? Das ist eine Scheiße. Es gibt. Ihr habt doch beide diese. Wie heißt es? Diese Note. Diese. Nicht Note, das ist was komplett anderes. Checkliste. Diese Checkliste, was ich meine. Ja. Der ist, glaube ich, ein Noteboard oder irgendwas mit Board. Gib mir mal Board ein. Clipboard. Hier steht das nochmal. Ja, Clipboard, genau. Das. Clipboard von Bibliocraft, okay. Genau. Ich gehe erstmal kurz in Kreativmodus, glaube ich. Jo. Ja, weil das Problem ist, wenn ich. Also, diese Chiseltreppen sind doch bescheuert. Manche kann man. Also, wenn ich. Welche Chisel kann ich sie nicht wieder zurückchiseln. Jetzt habe ich hier vier verschiedene Arten. Ja, cool, ne? Das ist total bescheuert. Wie viele sind das? 28, 48, 52. Okay, dann schmeiße ich die jetzt alle weg und hole mir neue. Ich habe einen vollverzauberten Bogen mit Infinity Flame, Soulbound, Unbreaking Punish und Power, will der den haben? Gesundheit. Weiß ich doch nicht, ich habe einen guten Bogen. Ich habe noch gar keinen. Ich brauche nicht wirklich einen Bogen. Ich brauche nur einen Tintenfisch. So, ich guck mal ganz kurz, welche Treppe am besten aussieht. Dann landet er im ME-System. Genau, ich dachte, jetzt schmeiß ihn weg. So, warte mal, dann mach ich mir jetzt mal was anderes noch. Hab ich natürlich echt ein Problem. Welches Stairs ich jetzt nehme. Das sieht alles kacke aus, ja, aber das könnte ganz gut aussehen, glaube ich. Ey, Konrad! Jetzt haben wir so zwei parallele Baumalleen gebaut. Ja. Nimm auf der App. Ups, wird das lustig. Ich weiß, tollen Humor, den ich habe. Hä? Okay. Oh nee, das war letztes Mal schon das Problem. Oh, immer diese Materialfindung jedes Mal, wenn man was baut, ey. Ach nein. Nee, das ist zu clean, das ist auch kacke. Wieso ist eigentlich die Suchleiste immer weg? Im Kreativmodus. Das ist total bescheuert. Muss ich da hier auf Cheat Mode gehen? Nee. Auch. Also wie finde ich das sehr, sehr eigenartig. O, P konnte man es irgendwie so anmachen. L, K, M, N. Nee. Da, mit I. Ah nee, so kann ich das anmachen. Mit der U, genau, mit der U. Ne, sind genauso klein hier. Awkward Potion. Dark Creeper. Mann, ich will jetzt bauen, nicht immer gucken, es nervt. Was ist damit hier? Juhu. Oh, jetzt schon wieder Feuerwerk. Sieg, Alter. Das ist aus Lego City Undercover ein ja. Okay, Spiel, zu dem ich sehr viele nostalgische Erinnerungen habe. Ein bisschen ist es auch nicht, oder? Doch, ein bisschen könnte es sein, oder? Bitte! Ich glaube, ich nehme einfach die hier. Ich kann mich, ja. Sonst, ich kann mich sonst absolut nicht entscheiden. Sonst werde ich heute nämlich gar nicht mehr fertig hier. Also, fertig eh nicht, aber. Braucht ihr eigentlich.
Nein, brauchte nicht. Fragment of Suffering, das ist von Mod The Vegan Option. Davon habe ich, glaube ich, richtig viel. Ja, das durch so, die Endercrabby im Nether. Genau, das ist so ein Quatsch. Ach komm, scheiß auf mir jetzt einfach die Sachen hier. So, Game Mode 1. Ach, haben wir jetzt schon 52 wiedergeholt? Nee, ne? Nee. Achso, Game Mode 1. Ha, ich bin blöd. So, Marble Stair. Mit dem großen Dent. So, Herbert, jetzt habe ich... Da. Herbert. Ja? Ist auch egal. Warte, lass mich mal erstmal überlegen, was ich sagen muss. Doch, genau, Herbert. Ich habe jetzt meinen Helm, ich habe die Potion auf Night Vision und jetzt muss ich... Das in einen Amboss packen und es mit 10 oder sonst was Leveln verzaubern. Alles klar. Ja. Also, Leute, Konrad, wenn du an deiner Haustür stehst, ne? Ja. Siehst du da auch diese Blöcke in der Luft? Welche? Zaunkraft und Schmiede? Ja, das sind meine Teleportationsdinger. Lol, da kann ich... Drück mal Leertaste oder Shift oder so. Ist ja irre. Ja, man deckt die Welt neu. Das freut sich aber einer. So. Das ist auch schon seit zig Jahren bei uns. Ja, ich bin aber mit dem durchgerannt, wie sonst einer. Ab 30 Kellerstufen. Obwohl, so lange habe ich die noch nicht. Also ich habe die schon länger, aber so mega lang noch nicht. Nee, aber das ist schon... Das ist schon mal ein bisschen. So. Diese Zeit für so einen Mist habt... Hallo? Ja, du, Herbert. Mist. Oh Gott, ich bin mir gerade sehr unschlüssig, was ich hier baue. So, was hatte ich geplant? Jetzt müssen links und rechts zur Treppen hochgehen. So, ja, Amboss, das wollte ich ja machen. Jetzt habe ich nicht da so lange rumgeteleportiert bei Kamera, dass ich ganz vergessen habe, was ich machen wollte. Ah, ich glaube, es könnte doch ganz gut aussehen. Und man, das Problem ist immer, im Survival-Modus kann man nicht mal irgendwas ausprobieren. So, Kreativmodus würde ich jetzt einfach ein bisschen rumprobieren. Und ich bin da halt irgendwie nicht so mega kreativ. Ich stelle mir halt vor, so, dass jetzt hier links und rechts so zwei Treppen hochgehen und eine Treppe geht nach unten in den Keller, in Anführungszeichen. Dann ist dann da dieses ganze Zeug von Tom Kraft. Ich würde gleich... Aha. Ja? Ich würde gleich Overwatch spielen. Ach, was? Wirklich? Ja. Ich jetzt gerade nicht, ne. Ich auch eher nicht. Okay. So, und wie aktiviere ich jetzt eigentlich Nachtsicht? Musst du in die Einstellung mal gucken. Musst du in deinen Einstellungen gucken, was bei Darksteel Armor als Nachtsicht Shortcut ist. Genau. Oh, alles klar. Options. Da bist du schon mal richtig, ja. So, weiter? Nein, ich brauche nicht. P. Ich hab dazu P. Ich bin mir, glaub ich, auf 10. Das macht sogar so ein komisches Geräusch, das ist ja cool. Ja, oder? Das ist ja lustig. Freut sich aber einer. Oh, Ruben. Schön. So. Toll. Lila Biom, so. Können wir dich noch irgendwo ein bisschen zurücktreiben? Hier vielleicht? Ich kann aber schon mal... Das kann ich schon mal machen. Ich muss jetzt irgendwie eine Treppe bauen. Ich geh schon wieder los wie gestern, ey. Mann, Herbert, ich bin so unschlüssig, es ist alles scheiße hier. Warum mutzt du mich dann an? So, jetzt muss ich irgendwie... Und mich rufen? Das ist ein Punkt. So. Nee, das ist Quatsch, was ich hier baue, ey. Ich liebe das Ding. So, und dann... Nee, das ist schon... Da müssen eine Treppe hochgehen. Ich hasse Treppen in Minecraft. Nee, das ist schon richtig, wie ich es baue.